Ralf, herzlich willkommen in Wolfsburg. Schön, dass du da bist. Vielleicht kannst du uns als allererstes einmal einen Einblick in deine Gefühlslage geben. Nach 18 Monaten hat das Fußballbusiness dich wieder, knapp 18 Monate. Wie schaut es gerade in dir aus? Ja, also wie ich es schon bei der Pressekonferenz gesagt habe, ist jetzt schon nach dieser langen Zeit auch wieder der Hunger gekommen, wieder arbeiten zu wollen. Und der Fußball ist halt so präsent in einem Trainer auch nach so langer Zeit, dass man einfach irgendwo die Uhr danach stellen kann, bis man wieder so richtig Lust verspürt, wieder etwas zu tun. Und ich habe auch dann nicht lange überlegen müssen, um dem VfL zuzusagen. Ich finde, es ist eine sehr spannende Aufgabe, die hier auf mich wartet. Ich bin sehr dankbar für das Vertrauen, das man in mich setzt. Und ich freue mich nach 4 Jahren Premier League wieder auf die Bundesliga, die für mich nach wie vor sehr, sehr reizvoll ist und der ich sehr viel zu verdanken habe. Fakt ist, dass es sehr, sehr angenehm ist, wenn man auch mal ohne Termin aufwacht morgens. Aber es ist ja trotzdem so, dass man sich durchstrukturiert, dass man seine Aufgaben und seine Dinge hat, die man machen möchte. Ich habe sehr viele Hobbys, aber darum ging es dann eigentlich auch gar nicht. Ich habe sehr viel Zeit mit meiner Familie verbracht. Ich habe sehr viel Zeit mit Sport verbracht. Ich habe auch sonst sehr viele Hobbys, die ich gerne wieder ausüben wollte, die eben einfach immer zu kurz gekommen sind im Job. Man will wieder ein bisschen gesünder leben, auch mehr bewegen sich. Und das war alles in der Zeit als Trainer nicht so möglich. Und das hat mir schon gut getan, auch meinen Körper gut getan. Und dementsprechend auch die Tatsache, dass man eben aus der Öffentlichkeit raus ist, hat enorm viel Lebensqualität gebracht, wenn man unerkannt ist und wenn man sich anonym bewegen kann. Das ist schon etwas, was man nicht hoch genug schätzen kann. Und was jetzt natürlich wieder komplett anders sein wird. Aber es ist auch gut, das waren jetzt 1,5 Jahre und jetzt schaut es halt wieder anders aus und das ist gut so. Weil ich glaube, dass hier viel möglich ist mit diesem Verein und weil ich nach den Gesprächen mit Sebastian und Marcel sehr schnell ein gutes Gefühl hatte, dass das etwas für mich ist, dass ich mich hier so arbeitstechnisch aufstellen kann, wie ich es möchte. Und dass ich hier einen Verein vorfinde, der Potenzial hat und der in einer sehr schweren Situation steckt und dass man da auch viel bewegen kann und den Leuten wieder versuchen muss, mehr Siege und mehr Erfolgserlebnisse zu schenken. Dafür lohnt es sich zu arbeiten und deswegen war das für mich eine gute Entscheidung. Wie die ganze Bundesliga. Logischerweise jetzt nicht so konkret, aber natürlich, wie man die Bundesliga halt verfolgt. Ich hatte im Sommer, wie gesagt, mal ein bisschen mehr Bezug, weil sie in Seefeld auf Trainingslager waren und wie ich dort mir die Trainingseinheiten angeschaut habe und dann einfach auch schauen wollte, was davon in der Saison dann umgesetzt wird, weil mich das damals interessiert hat. Und da war dann schon der erste, vielleicht ein bisschen größere Aufmerksamkeit gegenüber dem VfL da. Kann ich jetzt noch nicht hundertprozentig sagen, weil ich durch die Kurzfristigkeit der Entscheidung natürlich da noch ein bisschen brauche. Aber ich hoffe, dass das relativ schnell dann klar ist, wer mit mir mitkommt. Und dann werdet ihr es auch erfahren. Ja, also es waren natürlich zwei verschiedene Paar Schuhe. Mit Ingolstadt sind wir über die zweite Liga in die Bundesliga aufgestiegen und waren eher so der Underdog. Mit Leipzig sind wir zwar auch aufgestiegen damals und haben aber gleich um die Meisterschaft gespielt. Also das waren schon vom Potenzial her zwei unterschiedliche Herangehensweisen. Ich glaube, geeint hat beides die Tatsache, dass wir dort sehr intensiv und sehr aktiv gespielt haben mit Umschaltspielen und so weiter, wofür RB sowieso steht, aber wofür ich auch in Ingolstadt gestanden habe. Mittlerweile sind viele Jahre vergangen und man hat natürlich auch seinem persönlichen Stil noch einiges dazugefügt und dementsprechend ist man als Trainer immer das, was die ganzen Stationen, die ganzen Erfahrungen mit einem macht. Und es wäre schlimm, wenn man irgendwo auf irgendeinem Level stehen bleibt und sich nicht auch in anderen Bereichen weiterentwickelt. Dementsprechend muss man immer versuchen, sich selber als Trainer dann auch auf das nächste Level zu heben. Und ich hoffe, dass ich das mit dieser Mannschaft dann auch schaffe. Vieles. Wir müssen uns Automatismen erarbeiten. Wir werden natürlich in allen Bereichen des Spiels unsere Hebel ansetzen. Und das so schnell als möglich mit dem Personal, das wir zur Verfügung haben, mit Spielern, die später kommen, umso schwieriger, weil da ist nicht viel Zeit bis zum nächsten Spiel.
Dementsprechend ist so eine Länderspielpause, es klingt gut, aber in Wahrheit ist das wahrscheinlich sogar schwerer, als wenn man die ganze Woche eine ganze Mannschaft zur Verfügung hat. Aber es ist so und dementsprechend werden wir da das Beste draus machen, um uns so viel als möglich an Qualität zu erarbeiten in den zwei Wochen. Ich finde, dass sie nach wie vor eine super interessante Liga ist. Vielleicht finanziell nicht so auf Rosen gebettet wie die Premier League, aber trotzdem noch immer in der Lage, zu jeder Zeit für auch internationale Erfolge zu sorgen. Wenn ich heuer die Spitzengruppe mir ansehe in der Bundesliga, wie viel Qualität da ist, wie gut die Mannschaften da sind, die da vorne spielen, was für eine Art Fußball sie spielen, muss ich sagen, spricht das für die Qualität. Wenn eine Mannschaft wie Leipzig mit dem Kader momentan nur Fünfter ist, dann sagt das sehr, sehr viel aus, wie ich finde. Da hat man auch international gesehen, wie sie gegen Real Madrid gespielt haben. Also ich glaube, wir brauchen uns überhaupt nicht verstecken. Klar ist, wenn man aus der Premier League kommt, ist es trotzdem eine Umstellung in gewissen Bereichen. Das werde ich auch merken und da werde ich mich auch darauf einstellen müssen. Aber ich werde auch versuchen, Dinge, die ich als sehr, sehr gut empfunden habe, dann hier auch voranzutreiben. Und deswegen glaube ich, kann das eine sehr, sehr fruchtbare Zusammenarbeit werden. Ja, kurzfristig liegt ja auf der Hand, dass wir uns so schnell wie möglich stabilisieren müssen und die notwendigen Punkte holen müssen, um auch sicher in der Klasse zu bleiben. Das ist einmal das erste Ziel, das steht über allem. Und was danach kommt, darüber können wir uns dann unterhalten, wenn wir dieses erste Ziel erreicht haben. Ich halte wenig davon, hier sich jetzt gleich irgendwelche Träumereien auszudenken für die nächste Saison. Jetzt gilt es erst einmal darum, hier gut über die Ziellinie zu kommen und so sicher als möglich und so schnell als möglich eben den Klassenerhalt zu sichern. Also ich werde jetzt dann nach diesem Interview mal aufstehen und dann mich in mein Trainerbüro zurückziehen. Dann werde ich wahrscheinlich heute und morgen noch sehr viele Gespräche mit sehr vielen Mitarbeitern führen müssen, um alle kennenzulernen. Dann hoffe ich, dass bis morgen zum Training auch mein restlicher Trainerstab da ist. Das wäre natürlich ideal. Und dann werden wir damit anfangen, zuerst mal sich kennenzulernen am Trainingsplatz, morgen die Einheit noch wahrscheinlich noch so ein bisschen mehr unter dem Aspekt des Kennenlernens und danach peu à peu über die Woche verteilt dann natürlich schon die ersten Inhalte zu setzen. Dann gutes Gelingen, danke für guten Start und bis die Tage. Danke vielmals.